So, und wieder sind wir heute bei der Niederstädter Academy mit unserem Luki. Und heute geht es speziell ums Thema Erdbewegung. Die Frage ist uns jetzt zugeflogen. Es geht ums Thema Anbaugeräte. Befähigungskurse, genügt ein genereller Befähigungskurs bei den verschiedenen Anbaugeräten? Leider nicht. Leider ist es nicht so. Früher war das einmal so, heutzutage leider Gottes nicht mehr. Erdbewegungsmaschinen. Welche Kurse betreffen denn jetzt generell die Erdbewegungsmaschinen? Ist ein Roadloader mit der Gobel, nachher wird das automatisch ein Staplergerät, also für einen Staplerkurs war nachher zu machen. Natürlich, was man schon sagen muss, die Umbaugeräte, was sie an den Maschinen umbringen, müssen natürlicherweise ja alle zertifiziert sein und von Hersteller zugelassen, auf der Maschine zu montieren. Was da ziemlich Thema wird, wo die Leute sich nicht auskennen, ist auf einen Packer, einen Haken oder so eine sogenannte Holzzange mit einem Pendelgelenk rein. Und das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil halt fällt eigentlich im Bereich Mobilkran ein. Das heißt, da ist ein Mobilkran-Kurs zu machen? Jawohl. Erstens ein Mobilkran-Kurs war zu machen, dass man überhaupt das bedienen darf. Und das ist mit dem Sand nicht getan. Es braucht da wirklich auch eine richtige Maschine dahinter. Sprich, wenn ich halt von einem Greifer, also von einem normalen Bagger sprich, nachher braucht er die Sicherheitsventile, was der Bagger eben schon haben muss. Der Bagger intern in der Kabine einen Schlüssel oder einen Knopf, was betätigt werden muss, wo die Überlast von der Maschine signalisiert wird. Funktioniert ein bisschen anders nachher, also ich kann Dächter noch über den Punkt außen fahren, aber sollte ich natürlich nicht, weil man die Maschine signalisiert, Achtung, du kommst in die Kipplast. Und so muss halt da die Maschine schon eben mit den Grundvoraussetzungen gemacht werden. Wenn ich jetzt noch kurz sagen kann, Schlucki, für welche Anbaugeräte brauche ich in welchem Kurs, sagen wir mal Backer oder ja. Mit für welche Anbaugeräte brauche ich ja. In welchem Kurs? Also allem, wenn man jetzt Mehrzweckmaschinen umschaut, auch Manitou, Merlo und so wie sie alle heißen, die ganzen Mehrzweckmaschinen, dann kommt es drauf an. Mache ich halt einen Korb drauf, dann brauche ich zum Beispiel für den Umbaugerät zwei Kurse. Einmal in Hebebühnenkurs und einmal natürlich in der Hebebühne muss ich mich sichern, also den BSA Kategorie 3 Kurs. Okay. Nachher, wenn ich eine Gobel drauf mache, wird es ein Staplerkurs. Eine Schaufel drauf mache, dann wird es ein Erdbewegungskurs. Ein Hakel drauf haben, oder ein Saalwind ja natürlich drauf haben, dann ist das ein Mobilkrankurs. Verwechseln aber viele Leute noch einen Mobilkrankurs mit dem LKW-Ladekran, was leider auch wieder ein separater Kurs ist. Und dann auch den Baustellenkran, was wieder ein eigener Kurs ist. Also bloß von Krankurse reden wir da schon von drei Unterteilungen. Ist noch zu wenig. Es gibt noch einen vierten Krankurs und das wäre der Haldenkrankurs. Also die Haldenkräne, was in die Firmen montiert sind, von der einen Säule zu der anderen Säule, sind genauso kurspflichtig und das eigentlich ziemlich genau, bald einmal mehr als 200 Kilo heben können. Und Luki, gibt es generell noch zu den Kursen? Also wenn ich noch nie einen Kurs habe, dann mache ich einen Grundkurs. Theorie, Praxis, wie viel ist denn da Theorie, wie viel ist denn da Praxis? Ja, das variiert von Kurs zu Kurs. Ist alles gesetzlich vorgeschrieben, wie wir das machen müssen. Staplerkurs sind 8 Stunden Theorie, 8 Stunden Praxis. Backerkurs sind 4 Stunden Theorie, 12 Stunden Praxis. Also es variiert allem, welcher Kurs das ist. Aber generell so 2 Tage, die meisten dauern 2 Tage. Und danach muss ich einen Auffrischungskurs machen? Ganz genau. Also nach 5 Jahren mache ich einen 4 Stunden Auffrischungskurs. Was wir mittlerweile auch online anbieten können, also komplett online zu Hause vom Handy, vom Computer aus dort betätigt werden kann und 4 Stunden und dann ist der Auffrischungskurs gemacht und wieder weitere 5 Jahre gültig. Perfekt, das habt ihr noch vorhin gar nicht gehört, dass wir auch die Online-Kurse haben. Probiert die Online-Kurse, wie der Luki sagt, sie sind auf dem Handy zu machen, du kannst sie auf dem PC machen, du kannst 2 Stunden Kurs machen. Noch einmal eine Pause machen und der Kurs geht aber allem nachher laufend weiter.
Das war's wieder für heute und wir freuen uns schon auf eine nächste Frage. Vielen Dank.